Willkommen im Supermarkt. Vor Ihnen sehen Sie ein Regal mit einigen Lebensmitteln. Ihre Aufgabe ist es, eine Packung Milch, das Ruckeln eine kenne ich vom Anfang, aber es beruhigt eine sich Packung noch. Frühstücksflocken zu kaufen. Wählen Sie dabei jeweils das günstigste Produkt aus. Anschließend nehmen Sie das benötigte Geld vor Ihnen, um den Einkauf zu bezahlen. Gutes Gelingen! Okay. Ich wollte die Milch ausmelden und habe jetzt die Schokolade erwischt. Wo wir nur immer den Strahl auf die Milch mit 2 Euro. Wie ist die Lesbarkeit? Ja, hier besser. Und es springt aber immer zwischen die Brüststücksflocken und der Schokolade hin und her. Ah, jetzt alles. Und sogar auswählen können. Und dann ist es wieder hochgesprungen zur teuren Milch. So, und die Frühstücksflocken. Da gibt es eh nur eine Packung. Okay. Schokolade habe ich nicht die günstigste gekriegt. Und die automatisch ausgewählt wurde, dann gehe ich mal zurücksetzen, bevor ich es bezahle. Oder kannst du aus dem Korb, ja, probier zurücksetzen. Kannst du aus dem Korb nehmen? Ja, beim Zurücksetzen setze ich nur die Münzen zurück. Ach so. Ah, gut. So. Was, glaube ich, nicht ganz optimal ist, sobald du was ausgewählt hast, springst du aufs nächste Objekt und dann hast du das auch gleich vielleicht mit ausgewählt. So, jetzt habe ich wieder alles. Wo wir den Bezahlen-Button erwischen. Oh, was habe ich falsch gemacht? Ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe. Hast du die Münzen schon genommen? Ich habe gedacht, bei Bezahlen darf ich dann bezahlen. Also muss ich jetzt schon zusammenrechnen? Mhm. Aha. Okay. Passt. Kannst du es greifen auch oder tust du immer... Ich bin schon mal, ich müsste... Noch viel weiter runter. Da kann ich noch pinchen. So ist es. Weil wenn ich mich. Da, die Decke ist unter dem Boden. Mhm. Bist du so die Guardian? Ja. Okay. Also das war nur ganz kurz das Hacker, das ist nicht klar. Passt. Gut, fertig. Und der rote Punkt ist noch immer da.